und wir kommen zu einem grossen Bauwerk und einem grossen Thema, das immer grosse Schlagzeilen auch gibt, hier in der Zentralschweiz zum Durchgangsbahnhof. Und die Luzernerinnen und Luzerner sagen ja das, oder? Es wird eng, oder? Also Pendler im Raum Luzern müssen warten bis 2040, vielleicht 2045, bis der Durchgangsbahnhof endlich kommt. Er ist nicht im Ausbauschritt 2035 vom Bund ausdrücklich drin. Ein Haufen Leute hätten es gerne schneller und wollten noch sicher sein, dass es da keine Verzögerungen gibt und dass das Grossbauwerk auch tatsächlich gebaut wird. Über all das wollen wir reden mit der Anna Barbara Remond, Vizedirektorin vom Bundesamt für Verkehr. Schön, Sie sind hier, Frau Remond. Bitte schön. Mit Applaus natürlich. So, wir starten gerade mit dem Gespräch. Übrigens hören Robert Küng vom Kanton Luzern und der Pascal Süss, Geschäftsführer vom Verkehrsverbund Luzern, genau zu. Und sie haben nachher die Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder zwei. Also die Fragen, die ich dann nicht gestellt habe, die könnt ihr noch machen. Wir schauen uns zuerst noch einen kurzen Newsfilm an, Frau Remond. Es ist nicht ganz aktuell, er war irgendwie vor dem Oktober, er ist auch leicht gekürzt. Einfach nur, um noch ein kleines Thema reinzukommen. Halt, das ist noch nicht. So futuristisch sind wir dann gleich nicht. Könnt ihr noch starten, vielleicht von der Tingen aus? Danke vielmals. Soll ich oder tut ihr? Ah, merci. Immer mehr Leute sind jeden Tag mit dem Zug unterwegs. Je mehr Leute, desto mehr verstopfte Züge. Die SBB baut darum ihr Streckennetz laufend aus. Zu kurz gekommen ist bis jetzt die Zentralschweiz mit den beiden Grossprojekten Zimmerberg-Basistunnel 2 zwischen Zug und Zürich und dem Durchgangsbahnhof Luzern. Damit die Zentralschweiz jetzt nicht auf dem Abstellgleis landet, spannen die sechs Kantone zusammen. Durchgangsbahnhof Luzern. Der Bund will erst die Planung finanzieren, wie die Verkehrsministerin Doris Leuthardt Ende September gesagt hat. Der Bau selber ist mit dem aber noch nicht zahlt. Der Luzerner Baudirektor Robert Küng rechnet aber damit, dass der Bund dann auch diese Kosten übernimmt. Wir beurteilen das so, beurteilen, dass wir jetzt 8 bis 10 Jahre die Zeit haben, für die Planung bis zum Start fertig zu machen. Dass man ziemlich genau zu dem Zeitpunkt aber wird in Bern wieder über den nächsten Ausbauschritt 2040 reden und dass es dann nicht mehr wie logisch ist, wie das, was man geplant hat, auch in der Realisierung überführen. Der Bahnfachmann Walter von Andrian ist etwas weniger zuversichtlich, wenn es um einen Bahnausbau geht. Der Grund? Ein Blick in die Vergangenheit. Die Zentralschweiz ist immerhin dargestellt worden. Bei der Bahn 2000 hat man sogar die beschlossenen Ausbaumaßnahmen nicht durchgeführt. Bei der NEAT hat man uns vertröstet, bei der ZEP hat man uns vertröstet und jetzt werden wir wieder vertröstet. Und das scheint mir jetzt doch eine Benachteiligung von der Innerschweiz zu sein. Soweit ein leicht gekürzter Newsbeitrag. Anna Barbara Remond, hat er nicht recht, der Herr von Andrian? Was da passiert, ist eine Benachteiligung von der Innerschweiz. Die werden dauernd vertröstet. Ja, in dem Sinne gibt es sicher ganz viele andere Regionen, die sich auch würden benachteiligt fühlen. Und so ist es eben wichtig, dass, wenn man so ein grosses Projekt in Angriff nimmt, dass man dort das Richtige baut. Und von dem her ist es wichtig, da zweifelt ihr. Zeit, ja, also wenn wir jetzt schauen, es gibt Projekte, die in Ausbauschritten vorgesehen waren, wo man aber zum Schluss ist gekommen, bauen wir nicht. Das war zum Beispiel der Kestenbergtunnel, den man nicht gebaut hat. Dafür hat man den Knoten Lausanne ausgebaut. Also hier ist die schweizerische Sicht ganz zentral. Selbstverständlich muss jede Politik und jeder Standort natürlich und jede Region schauen, dass das miteinander auch aufgeht. Mhm. Aber werden die Luzern eben nicht vertröstet? Darüber kommen dann irgendwann der Bahnhof schon. Also eigentlich bin ich etwas überrascht, über immer zu vertrösten. Wir waren noch nie so weit wie jetzt. Eigentlich haben wir uns fast Blumensträuße erwartet. Das natürlich nicht für mich, sondern für die Bundesrätin. Weil die Bundesrätin, also ich nehme an, die hat es schon bekommen von hier, aber vielleicht nicht zu diesem Thema. Nein, also, dass wir sie
Oder der Bundesrat entscheidet es ja. Wir tun vorbereitet. Und was ich wirklich hier, ich nehme an, das wissen ihr alle da innen, in diesem Ausbauschritt 35. Und das ist Botschaft. Alle die, die wirklich Interesse haben, genau zu wissen, was drinsteht, tut doch das mal lesen. Es hat doch über 100 Seiten. Und dieser Ausbauschritt ist intensiv zusammen mit den Kantonen erarbeitet worden. Wir haben jetzt die letzten 5 Jahre intensiv zusammengearbeitet mit den Transportunternehmungen, mit den Kantonen. Die SBB ist uns da auch projektleitungsmässig hat das uns unterstützt. Und jetzt haben wir eigentlich ein Werk, 12 Milliarden. 12 Milliarden Franken. Das ist der Ausbauschritt 2035. Und dort drinnen haben wir ein ganz wichtiges Grossprojekt für die Region. Das ist der Zimmerberg Basistunnel 2 plus weitere Ausbauten. Und das ist ganz klar der erste Schritt für das Gesamtkonzept, das dann hier im Kanton also Luzern erfolgt. Die sagen, der Zimmerberg-Tunnel, der kommt einmal, nachher kommt, kommt auch der Durchgangsbahnhof. Aber das Problem ist, das ist ja Wort, oder? Der Luzerner fehlt Garantie, dass das tatsächlich auch so ist und dass der Durchgangsbahnhof dann auch ohne Verzögerung gebaut wird, zwischen der Projektierung und nachher dem Bau. Und in dieser Botschaft, ich kann es ja nicht auswendig, der wahrscheinlich ändert, vom Bund ist nie schwarz auf weiß drin, dass der Durchgangsbahnhof eben im übernächsten Ausbauschritt drin ist. Wieso fehlt die politische Absicherung, wenn doch alles so klar ist? Ja, das müssen wir eben Politiker fragen. Also ich bin überzeugt, dass wir... oder eigentlich hat jetzt das Büchli vom Ausbauschritt 25 müssen mitnehmen, weil dort steht schwarz auf weiß drin, dass die ganze Projektierung vom Durchgangsbahnhof finanziert das Projekt, ist. Aber Projektierung. Nicht der Bau. Nein, der Bau nicht. Und das tue ich vielleicht noch ausführen, auch wieso nicht. Der Regierungspräsident hat es gesagt, es braucht 10 Jahre, für ein gutes Projekt jetzt anzugehen. Wir haben im Kontext des Durchgangsbahnhofs überhaupt von der gesamten ÖV-Erschliessung und Erweiterung einen sogenannten Korridorrahmenplan vorletztes Jahr gemacht. Der gestartet, der ist letztes Jahr fertiggestellt worden, wo man festgestellt hat, dass es in dieser ganzen, es gibt noch zig andere Projekte, da sitzen auch Vertreter drin von anderen Projekten. Mhm. In müssen wir auf aufpassen, genau. Und von dort haben wir festgestellt, dass eben die beiden Projekte, Zimmerberg-Tunnel, fertigstellen und auch der Durchgangsbahnhof, dass das die grossen Projekte sind, die genau das erreichen, für die Entwicklung im Raum Luzern zu haben. Aber könntet ihr das nachvollziehen, dass die Luzerner gerne Garantie hätten? Das Parlament tagt wieder 2026 ungefähr, wo es nachher um einen neuen Ausbauschritt geht. Und die können dort immer noch Nein sagen oder verschieben. Oder? Das ist, bei aller Projektierung ist das immer noch möglich. Ja. Die Garantie ist einfach nie. Ne? Ja, die Garantie, das ist richtig. Und gleichzeitig, wir wollen unsere Mittel, auch die öffentlichen Mittel insbesondere, die eigentlich sinnvoll einsetzen. Und ich muss noch sagen, also wir würden nie gegen 90 Millionen einsetzen für ein Projekt, wo wir heute schon sagen, das kommt sowieso nicht. Ist das so? Haben wir nicht schon andere Millionen jetzt, irgendwie? Ne? Wir sind jetzt heute. Und wegen dem möchte ich auch sagen, oder Herr von Andrian, das ist natürlich der Bahnexperte durchaus. Aber wie gesagt, man muss jetzt vorwärts schauen. Und wichtig ist, dass wir jetzt vorwärts gehen. Weil ein Durchgangsbahnhof, der baut sich nicht von heute auf morgen. Wir haben ganz viele Anschlüsse auch zu klären. Auch mit der Stadt. Der Bahnhof wird völlig neu. Wir haben eine Seequerung. Wir haben Zugänge, die man zusammen klären muss. Und von dem her haben wir auch, sind wir dran, eine Projektorganisation jetzt aufzustellen, wo all die Interessenten zusammenkommen. Und ich bin überzeugt, dass ich mit dem Robby Küng einfach bei den Teilnehmenden, du vielleicht noch als Akteur am Spatenstich von diesem Durchgangsbahnhof dabei. Wann ist denn das der Spatenstich? Wenn alles so geht, wie uns jetzt Projektierung, Planung, Auflagen, ihr wisst, so ein Krisenprojekt wird aufgelegt werden, da kann jeder auch seine Meinung dazu sagen und Einsprache machen. Also wir wollen im 28. bereit sein, um den Bau starten. Also Spatenstich im 28. Der Bau starten. Gut. Und dann auf den Bau starten heisst natürlich Ausschreibungen machen, heisst auch
mit der Unternehmung, das geht. Also jetzt sind wir noch nicht beim Spatenspiel. Wir denken, dass wir 28 Bau starten, in Anfangs 30 können anfangen bauen und in 40, eigentlich 10 Jahre später, das Werk dann fertig. Die ersten Züge durchfahren. Jetzt ist ja, das klingt alles gut und wir können denken, dass das könnte beruhigen, aber wenn doch das alles so klar ist, Frau Remund, wieso, das will ja auch Politikerständerat Damian Müller, habe ich gelesen, der ergänzt doch die Botschaft noch. Oder? Dann sagen doch dort, jetzt kommt das Plangenehmigungsverfahren, glaube ich, heisst das, ihr Fachsprache kommt jetzt dort noch rein und dann ist das Gestürm vorbei. Können wir das jetzt nicht noch da reinschreiben? Also, oder jetzt fällt ja der politische Prozess an. Ja. Und da wird sowieso das eine und das andere noch ergänzt. Ob jetzt das reinkommt oder nicht, ändert nichts daran, dass wir die Projekte einfach super und gut müssen machen. Mhm. Und je besser das projektiert ist, desto weniger Auflagen haben wir und desto schneller können wir anfangen bauen. Aber es könnte noch reinkommen, heisst das? Also ja. Ist das offen gelassen? Kommt eigentlich das Herzstück pass? Und habe ich gehört, das kommt eventuell noch rein? Also ich tue euch jetzt nicht sagen, was da alle Anträge... Mal, jetzt das sind, ist, wir ja, sind wir unter uns. Ja genau, jetzt sind wir ja ganz unter uns. Schaut, ich bin ja nicht in diesen Kommissionen als Ständerätin oder Nationalrätin vertreten, die ganzen Besprechungen, Anhörungen, die Fahrten morgen an und dann läuft der ganze politische Prozess fängt jetzt an laufen. Einfach, wenn es da drinnen steht, oder, dann hat man einfach zweimal schriftlich festgelegt, dass die ganzen Kosten, eben die rund 90 Millionen, finanziert sind. Mhm. Und das macht mir regulär zweimal das Gleiche festhalten. Wichtig ist, und das sage ich noch einmal, dass wir angefangen haben, dass wir anfangen, dass wir jetzt nicht wieder Monate ins Land laufen. Und ich möchte noch etwas sagen zur Umsetzung. Wir haben diesen Ausbauschritt, hat der Bundesrat schlägt vor, Stadelhofen, Brüttener Tunnel und Zimmerberg Basistunnel. Alles, wie wir so ein bisschen feststellen, auch also eigentlich klare Projekte. Das sind rund 6 Milliarden Franken. Wenn jetzt das noch dazukommt, hätten wir in diesem Raum bis 2035, der Zielhorizont, die Botschaft ist 35, gegen 9 Milliarden Franken. Mhm. Wo haben wir die Bauingenieure? Wo haben wir das Ingenieurbüro? Wo haben wir, das ist ein riesiges Summe Geld. Ja, das bringen die schon her, so, Frau Remund. Also dem liegt es dann nicht. Ja, Frau Hasler, schön wär's. Wir sehen jetzt in der ganzen Schweiz, gerade in den Knoten, wir bauen Bern um. Alle die regelmässig durchfahren, ich nehme an, ihr habt das auch schon erlebt. Dann Lausanne und Genf. Und das sind ganz viele, immer wieder, wir sagen zwar Sommerfahrpläne, aber das sind ganz klare Baustellenfahrpläne. Wir haben Sperrungen, wir haben Arbeiten, die laufen. Und wir haben den Ausbauschritt auch nach der Realisierbarkeit geprüft. Also die stellen, das ist auch euer Job, in die gesamte Schweiz rein, das Projekt. Ich möchte noch etwas wissen, der erste Zug fährt durch 2040. Gehen wir jetzt mal davon aus. Das geht noch sehr lang. Es ist jetzt schon eng, der Robert Küng hat es gesagt, es wird noch enger, der ÖV wächst bis 2035, 40%. Was passiert denn bis dorthin? Also müssen die Luzerner immer mehr auf einen Sitz hocken? Oder was gibt es für eine Entlastung also für die Zentralschweiz? In diesem Ausbauprogramm jetzt drin, dass wir auch die ganzen Verbindungen Luzern-Zürich verdoppeln. Also wir haben dort einen Viertelstundentakt. Aber erst 2035, ja, wenn der Zimmerberg kommt, oder? Da ist dann drin, aber auch Ausbauten im Bahnhof Bar und auch das dritte Gleis, das man auch etabliert nehmen, wird können umsetzen und in Betrieb nehmen. Und wir verdoppeln also rein einfach jetzt die Sitzplätze, wir haben ja immer viele Stehplätze, Sitzplätze in diesen langsameren Verbindungen, um 30'000 Plätze pro Tag von morgen um 6 Uhr bis am Abend um 9 Uhr zur Verfügung stellen. Also es gibt, wie es der Regierungspräsident gesagt hat, das ist das Gesamtsystem. Also wir haben 4 Züge, die fahren, wir haben das S-Bahn-System und das sind wirklich grosse Verbesserungen, die wir werden machen. Und in der Zwischenzeit, aber da bin ich auch die falsche Person, müssen wir jemanden von der SBB fragen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Züge eine zweite Komposition anzuhängen, damit der Bau mehr Kapazität möglich ist. Gut, ich habe mal, ich komme dann wieder, Frau Remund, zu euch, ich habe mal das Wichtigste gefragt von meiner Seite her. Jetzt wollte ich schnell fragen, ihr habt zugelassen, Robert Küng. Ist jetzt alles klar und geklärt?
Oder wie sieht das aus? Oder was würdet jetzt dir, Frau Remund, noch fragen? Also zum Punkt 1. Der Blumenstrauß ist nicht vertort. Er ist aber auch nie angekommen, das stimmt. Ich habe mit der persönlichen Karte mich bedankt, dass der Ausbauschritt so, wie er jetzt vorliegt, Planung für den Durchgangsbahnhof im Ausbauschritt 2025 sicherstellen. Mhm. Punkt 1. Den Rollator habe ich noch nicht bestellt für einen Spatenstich. Oder? Ich hoffe, ich sei da noch fit. Wenn ich heute zwar den Zeithorizont anschaue, lassen wir mal das Thema sein. Ja, geht noch gerade einen Moment. Wir haben in den letzten 6 Jahren so viele Fragen an das BAV und an Frau Remund gestellt, dass mir keine Frage im Moment Sinn kommt. Ich möchte die Zeit nutzen, um den politischen Teil vielleicht als Mehrwert unseren Zuhörern noch überzubringen. Wir haben ja einfach die Angst, dass nach der Planung einen Stillstand gibt, dass man geplant hat und in der Schublade das Projekt hat und dort die Zeit verloren geht. Frau Bundesrätin hat gesagt, das wird überbrückt, oder? Es gibt keinen Stillstand. Wir können es einfach nicht lesen. Und darum, das sagt Frau Remund auch. Es gibt keinen Stillstand. Ja. Genau. Ja. Wir können es aber sie hat es nicht gesagt, aber sie hat genickt. Ja. Wir können es nicht lesen und darum, wenn die Anhörung am Morgen bei der Ständerätlichen Verkehrskommission anfängt, wird eine geschlossene Zentralschweiz mit der Anhörung bei den ÖV-Direktoren von der Konferenz vom öffentlichen Verkehr da noch den politischen Versuch unternehmen, dass wir auch die Sicherheit bekommen, dass das eben nicht nur per Wort versprochen ist, sondern wir suchen die Möglichkeit, dass da noch etwas Handfestes kommt. Da haben wir aktuell die letzte Woche jetzt und auch noch diese Woche daran geschafft. Gut, also. Das Büchli, das könnte man ja schon noch, also vielleicht ist es nicht in diesem Büchli, halt, ist das sonst noch auf einem Papier, das ist der gleich, oder? Genau. Gut, also danke Robert Kück. Pascal Süss. Es ist schon eine versteckte Frage dahinter gewesen. Oder wo wir 2014 alle, ja, das Schweizer Volk grossmehrheitlich Fabi angenommen hat, hat man ja gesagt zu einer rollenden Planung. Und das haben wir eigentlich in der Erarbeitung gut gesehen. Oder? Man hat so das Gefühl, das ist der letzte Ausbauschritt, dann gibt es keinen mehr. Und das ist ganz wichtig. Klar, ist auch eine Frage vom Vertrauen, respektive was sind denn für Politiker am Werk. Aber wir haben nach diesem Gesetz auch die Aufgabe, dass wir alle 4 Jahre einen Zwischenbericht geben. Der ist dann 2022 vorgesehen. Und wenn wir der in der Erarbeitung sehen, wir haben, das Projekt ist schon fertig, dann haben wir selbstverständlich, weil wir wollen ja das umsetzen, die Möglichkeit, dort zusätzliche Veränderungen und Umwidmungen reinzutun. Also es könnte schneller gehen, als ihr jetzt gesagt habt, wenn alles... Genau, wenn es schneller geht, also wenn das jetzt in Luzern ganz anders läuft als sonst in der Schweiz, das ist durchaus möglich. Das ist gut möglich. Ja, ja. Dann haben wir eben die Möglichkeit, dank diesem Instrument auch können zu reagieren und dann zu agieren. Gut, Pascal Süster hat auch zugelassen. Was habt ihr noch? Ich behalte immer das Mikrofon aus Erfahrung. Was habt ihr noch? Ist für euch alles klar und geklärt? Ja, oder was habt ihr für eine Frage, Frau Remund? Wir freuen uns vor allem darauf, jetzt mit der Projektierung anzufangen. Unsere Bleistifte sind gespitzt und liegen parat. Die können wir jetzt mal in die Hand nehmen und anfangen zu arbeiten. Hier in Emmenbruck sind wir an der Achse Luzern-Olten-Basel. Das ist so ein Verlierer im Ausbauschritt 2035. Heute fahren im Fernverkehr 2 Stück pro Stunde auf Basel. Nachher ist es nur noch eine. Da habe ich dann noch Barbara Remund fragen, ist das so das Letzte? Bleibt das so bis 2040? Oder gibt es da noch Optimierungsspielraum, dass wir nicht nur Richtung Zürich-Angebotsverbesserungen haben, sondern auch Richtung Olten und Basel? Bern haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das fände ich auch sympathisch, wenn es dort noch ein bisschen... Gut, Frau Remund. Also Richtung Bern ist es schon ab 25 verbessert. Es geht also ein bisschen schneller. Und Basler? Also Richtung Olten und Basel, das sind wir das in dieser ganzen Angebotsdiskussion. Du bist ja der Beste so im Bild. Oder wir tun heute... Die kennen sich alle. Das ist einfach das Prinzip von der transparenten Planung. Und ich bin froh, dass das eben so läuft. Das ganze Angebot. Wir haben heute 2018. Alle die, die schon längere Jahre in der 19, Frau Remund. 19, ja. Sorry. Ja, ja. Ja, genau. Pardon. 2019, aber Botschaft ist 18. Aha. Entschuldigung. 2019. Und alle die, die schon, sagen wir, über 10 Jahre in diesem Business sind, die sind auch schon länger, wissen genau, dass man
2019 nie einen abschließenden Fahrplan für 2035 so viel vorher bekannt geben. Es ist wichtig, dass wir schauen in diesen Optimierungen, was möglich ist. Das Anliegen ist klar, das wissen wir auch, dass wir das auch noch optimieren müssen. Das ist angekommen. Aber wird im Rahmen von den genehmigten oder zur Genehmigung unterbreiteten Infrastrukturen sollen möglich sein. Gut. Herzlichen Dank. Alle anderen, die uns Frau Remund auch noch etwas mit auf den Weg geben oder eine Frage stellen, die können das dann gerne in der Pause machen. Die haben gesagt, ihr seid hier. Genau. Und nehmen alle Anliegen entgegen. Frau Remund, was ist jetzt abschließend von unserem Teil die Message, die ihr den Leuten mitgeben wollt? Da zitiere ich den Regierungspräsident zitieren aus seiner Einladung vom heutigen Mobilitätskongress. Er sagt, wir sollen die Energie bündeln und das Gesamtsystem gemeinsam weiterentwickeln. Und das schrittweise Vorgehen, das wir jetzt hier auch im Ausbauschritt festgelegt haben, dokumentiert haben, dass das dazu beiträgt und mir klar das Commitment geben, die Energie zu bündeln, auf das Machbare, das aber auch machen und realisieren und umsetzen und eben das Gesamtsystem gemeinsam weiterentwickeln. Und da bin ich mir überzeugt, dass die Schritte, die jetzt geplant sind, auch die richtigen sind. Anna-Barbara Remund, ich danke euch herzlich, dass ihr euch dem gestellt habt. Merci vielmals und gut arbeiten. Danke. Merci.